Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks, herzlich willkommen zurück bei Triple Oak. Heute machen wir Frutti di Mare. Das passt jetzt vielleicht nicht so ganz zur Jahreszeit. Allerdings waren wir dieses Jahr in der, also nicht in Toskana, sondern gegenüber gewesen in Ligurien, in Italien. Und haben da super leckere Frutti di Mare gegessen, richtig geile Pasta gewesen. Und die war so lecker, dass wir dann direkt im ersten Mal dann halt den Kellner angesprochen haben und der uns auch dann an den Koch dann weiterverwiesen und der uns auch dann grob erklärt, wie es halt geht. Ich würde vorschlagen, wir machen es einfach mal nach, weil es ja nämlich extrem lecker ist und auch extrem einfach. Und das ist ja immer auch das Ganze, oder sag ich mal, das Ziel des Ganzen halt auch, dass es halt schnell und einfach geht. Und das ist es definitiv. Trotzdem ist das Ergebnis halt ultra lecker und von daher würde ich vorschlagen, wir machen das jetzt direkt. Heute nochmal von der Herdplatte. Das nächste Mal gehen wir wieder in den Grill raus und ich würde vorschlagen, wir starten direkt durch. Los geht's. So, jetzt haben wir hier unsere Zutaten. Jetzt haben wir einmal, wir fangen einfach mal hier an. Wir haben jetzt einmal Nudeln. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, es sollte auf keinen Fall die, Spaghetti Nummer 1 sein, diese ganz dünnen, weil sich da einfach dann auch die Soße bzw. auch dann der ganze Geschmack nicht so gut dran hält. Umso feiner die Nudeln, umso feiner die Soße, sagt man. Und von daher haben wir jetzt hier ein bisschen diese Bavette genommen, Nummer 13. Die sind also ein bisschen kräftiger. Da kann man natürlich auch dann gerne normale Spaghettis nehmen, aber halt auch dann nicht diese ganz dünnen. Dann haben wir bunten Pfeffer, Meersalz, wir haben ein Olivenöl. Das muss ein gutes Olivenöl sein, da nehmen wir kein Rapsöl. Und einen Weißwein, da empfehle ich immer einen trockenen Weißwein. Am besten auch einen kaufen, den man auch so gut trinken kann. Weil ich sag mal, ein schlechter Wein schmeckt nicht gut und zum Kochen ist er dann in der Regel auch nichts. Dann haben wir hier glatte Petersilie, extrem wichtig bei dem Gericht. Und haben hier jetzt unsere Frutti di Mare. Das ist also jetzt hier so eine Mischung auch. Und da gibt es also dann hier zum Beispiel, haben wir jetzt dann hier so Muscheln halt drin, kleine Scampis. Das Ganze habe ich jetzt TK gekauft. Da gibt es so eine fertige Mischung, die kann man auch wirklich also ohne Probleme auch verwenden. Dann haben wir jetzt hier so ein bisschen Sepia-Stücke. Hier in verschiedenen Größen, verschiedenen Ausführungen. Das ist also ganz klassisch Frutti di Mare. Das haben wir allerdings leicht angetaut, weil wenn man das also komplett TK in die Pfanne reinschmeißt, dann wird es dann einfach zu wässrig, das Ganze. Deswegen haben wir es jetzt halt leicht halt im Wasserbad. Also wir haben quasi diese ganze Schüssel halt in den Kochtopf reingestellt mit heißem Wasser und dann ist es auch dann ganz schonend mit dem Auftauen, also absolut problemlos. Na, und das ist jetzt hier so unsere Frutti di Mare Mischung. Ja, zu vorbereiten ist nicht viel. Wir fangen jetzt einfach mal an und nehmen uns ein scharfes Messer und haben jetzt hier drei Knoblauchzehen und die machen wir jetzt hier so ein bisschen, klopfen wir jetzt hier so ein bisschen platt. Die kann man jetzt hier wirklich total einfach jetzt hier von der Haut lösen. So. Und jetzt trennen wir das hier gerade eben von der Haut bzw. von der Schale. Den Strunk hinten, den schneiden wir mal so ein Stückchen runter. So. Okay. Das sind unsere Knoblauchzehen. So, jetzt nehmen wir uns die und hacken die jetzt hier einfach mal so grob runter. Und hacken die jetzt auch möglichst klein. Das ist einfach ein Gericht, da gehört einfach Knoblauch dran. Könnte man jetzt auch wieder sagen, okay, wir lassen sie möglichst groß, dass man sie dann rausfischen kann, aber das ist aber sowieso ein Gericht, ne? Entweder man mag es oder man mag es nicht. Da gibt es auch nichts dazwischen, also Frutti di Mare ist ja speziell. Ne? Also an alle Fischesser, die verstehen wahrscheinlich, was ich meine. An alle, die es nicht mögen, wissen wahrscheinlich auch, was ich meine. Also wir hacken das jetzt hier mal so grob runter. Das ist soweit fein genug. Und das können wir jetzt mal so ein bisschen zur Seite packen. Das Brett müssen wir jetzt nicht großartig reinigen, weil wir jetzt ja auch, ja, der Geschmack, der kann ruhig hier so ein bisschen ineinander übergehen. Das wird sowieso alles in einen Topf geschmissen quasi. Und von daher,
Ja, ist das kein Problem. Jetzt haben wir unsere glatte Petersilie. Die wollen wir jetzt auch hier mal ein bisschen runterwürfeln. Da müssen wir halt gucken, dass wir diese, das ist eine ganz feine, dass wir da ein bisschen die Stiele so ein bisschen hier trennen halt. Weil wir das jetzt ja nicht so einkochen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Schmorbraten, wo danach irgendwie von den Stielen auch nichts mehr übrig bleibt. Außer der überragende Geschmack natürlich. Aber jetzt in dem Fall ist es halt wirklich ein sehr feines Gericht und von daher wollen wir da möglichst halt so wenig Stiel wie möglich haben. Gut, das können wir jetzt hier so ein bisschen aussortieren. Wir wollen natürlich auch nichts verschwenden groß. Gut. Das sollte von der Konsistenz her passen. Und das ist so im Grunde, im Großen und Ganzen schon die Vorbereitung. Ja, jetzt geht's schon über den Herd. Jetzt haben wir hier hinten unseren Topf mit kochendem Wasser, schön sprudelig. Das muss also immer gesalzen werden. Öl mache ich jetzt nie rein. Es gibt Leute, die sagen, da muss Öl rein. Ich sage, also ich brauche es jetzt nicht. Ich mache einfach nur ein bisschen Salz dran. Nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Das nimmt tatsächlich, also die Nudeln nehmen tatsächlich sehr, sehr viel Geschmack an, dadurch, wenn der Salz drin ist. Also es ist wirklich wichtig, dass da was dabei ist. Bei den Nudeln habe ich gehört, dass man, also es gibt da so eine Richtlinie, dass man, also wenn man Zeigefinger und Daumen hier sozusagen hier zu der Mitte, quasi an das Gelenk hier, so einen Kreis macht, dann ist das für eine Person. Das ist natürlich abhängig von der Größe der Person, das ist klar. Entsprechend groß ist natürlich dann auch, oder sind entsprechend groß natürlich auch die Finger. Von daher ist es angeblich so, also in meinem Fall halt jetzt so viel Nudeln. Ja. Ich probiere das gerade mal aus, dass das für mich sozusagen reichen sollte. Wie gesagt, ich habe es nur gelesen. Keine Ahnung, ob es stimmt. Also, ihr seht, da ist noch ein bisschen Platz. Also ich mache noch ein bisschen mehr dazu. So, drehen wir jetzt hier so leicht an und dann fallen die. Wir brauchen nämlich später auch dann noch das Nudelwasser. Das haben wir allerdings erst dann, wenn die fast fertig sind. Auch dann, also bis dahin hat sich auch dann die ganze Stärke halt hier von dem Weizen in den Nudeln auch dann gelöst. Und das bindet uns auch nochmal ein bisschen an die Soße. Dann nehmen wir jetzt mal hier großzügig das rote Olivenöl dazu. Und den geben wir jetzt mal hier so ein bisschen Röstaroma. Und jetzt tun wir die hier einfach mal. Das ist jetzt halt für drei Personen. Wir machen so ein bisschen was von der glatten Petersilie dazu. Gut, als nächstes kommt bunter Pfeffer drüber. Frisch gemahlen. Also wir würzen es jetzt schon noch mal ab im Vorhinein. So. Und auch hier so ein paar Meersalzflocken. Also einfach mal hier so ein bisschen, so einen guten Schluck Weißwein dazu. Weil wir jetzt ja auch die Nudeln ja schon fast fertig haben, nehmen wir uns jetzt mal hier so eine schöne Schöpfkelle mit Nudelwasser, wegen der Stärke. Das ist also wie Soßenbinder. Dann wird die dann auch gleich hier ein bisschen, aber auch also nicht zu viel halt auch. Ja. Eine Kelle reicht vollkommen. Dann bindet es auch schön und dann gibt es dann so eine leicht schlotzige Soße. Und das ist halt auch dann gut auch für die Nudel, weil sie auch dann einfach besser daran haftet. Also der Geschmack und die Soße. Und das lassen wir jetzt mal hier ein bisschen einköcheln. Jetzt richten wir mal an. Und machen uns mal hier so eine schöne Portion Nudeln hier drauf. So. Unsere Futtimare. Die machen wir jetzt mal hier oben drüber. Ja, das, ich würde sagen, sieht absolut großartig aus. Verteilen es jetzt hier so ein bisschen oben drauf. So, und wir haben so ein bisschen was hier von der Soße. Ist auch so ein bisschen eingeköchelt. Ultra aromatisch natürlich, entsprechend. So. Und jetzt nehmen wir uns noch hier so ein bisschen was von unserer Petersilie. Machen die mal ganz frisch oben drüber.
Und noch einen Hauch frischen Pfeffer. So. So. Wer Meeresfrüchte mag, wird Frutti di Mare lieben. So, jetzt probieren wir das mal hier. Und pieksen uns dann mal so ein bisschen was auf. So, ihr Lieben, das waren die Frutti di Mare gewesen. Ja, als kleines Resümee zum Schluss vielleicht noch. Achso, war lecker auf jeden Fall, ganz klar. Hat man, denke ich, auch gesehen. Diese Fingertechnik, das hat wirklich gut funktioniert. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, okay, genauso viel und man füllt es komplett aus und irgendwie dann so total übertrieben. Aber es ist definitiv ein Richtwert, weil oftmals ist es ja so, dass man dann, wenn man Nudeln dann irgendwie kocht, dass dann immer, also zumindest ist es bei mir so, dass dann immer halt auch öfters halt auch mal was übrig bleibt. Teilweise auch dann ziemlich viel. Gefühlsmäßig ist man da meistens verkehrt bei Nudeln irgendwie, ne? Und von daher ist es einfach wirklich ein guter Richtwert. Also Daumen, Zeigefinger und dann direkt aufs Gelenk als grober Richtwert pro Person. Und ich denke, da fährt man auf jeden Fall ganz gut mit. Nächste Woche gibt es, hatte ich ja schon gesagt, wieder was vom Grill. Da machen wir einen, ja, klassischen Cheeseburger eigentlich. Nur machen wir den Patty aus Entrecote Steak. Also das werden wir dann hier mit diesem Fleischwolf dann machen. Und ob das gut ist oder nicht, sehen wir nächste Woche. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, vom Geschmack her wird es auf jeden Fall grandios werden. Gehe ich einfach mal davon aus. Schön mit Cheddar-Käse. Ja, ich bin selbst gespannt. Wird bestimmt gut werden. Alles klar, ihr Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Und wieder mal für diese Woche war es das gewesen. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Samstag, 10 Uhr. Macht's gut. Bis dann.